Pengs, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Checker Plays zu Transportfever 2 und zurück zu meinem ersten Projekt, meiner ersten Staffel, das Schönbauprojekt Freifeld. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir haben hier jetzt ein weiteres Mod-Test-Video und zwar der liebe TheGameTrend22 hat eine Mod namens Charles St. Milpack veröffentlicht im Steam Workshop. Die ist ganz schön heftig groß, ganz knappe 700 Megabyte, das ist schon aus meiner Warte immer ein Stück weit grenzwertig, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, eventuell passt die Mod hier hin, eventuell auch nicht. Wir probieren es gerade einfach mal aus. Und daraus wird jetzt ein Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir gucken uns mal die Mod etwas genauer an. Mich blende ich aus. Und wir fliegen noch dahin, schon in Richtung des Bauplatzes. Denn diese Mod stammt irgendwo, ja, aus dem Zeitalter 1900, 1910 vielleicht oder sogar noch früher. Und diese Epoche passt nicht wirklich so richtig nach Freifeld hier zu unserem alten Schönbauprojekt. Aber was passt schon hierher und was nicht? Dieses alte erste Projekt von mir ist sowieso mittlerweile extrem zusammengewurstet. Und da kann man jetzt doch alles verbauen, denke ich mir. Ja, und wir sind jetzt einmal rübergeflogen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Hier hinten haben wir unser Gewerbe- und Industriegebiet, mehr oder weniger mit dem Güterbahnhof und alles, was halt dazugehört. Und in dem Zug, denke ich, macht es einfach Sinn, wenn wir das Ding hier hintermeißeln. Habe ich mir das so gedacht? Nee, hier. Hier sollte das rein. Die Mod wäre jene. Bei mir zeigt es kein Icon im Menü an. Macht nichts. Die hat relativ viele... Die hat extrem viele einzelne Gebäudetypen. Von groß bis klein, über alles. So schaut das mal aus. Ich baue es mal kurz auf die Schnelle hin. Dicke Schornsteine. Übergangsbrücken, die man hier einfach ranmeißeln könnte, wenn man wollte. Und damit echt große Industriekomplexe bauen kann. Hier gibt es auch sozusagen Verbindungsgebäudestücken, um die Komplexe noch größer auszuweiten. Und das Ganze dann auch ja, in diversen Größen. Formen, okay, 45 Grad Winkel, also eine ganze Menge ist da drin und die Mod an sich ist vielleicht ein bisschen düster, ein bisschen dunkel, aber auch das gehört vielleicht zu dem Zeitalter von dazumal, natürlich auch ein Klinkerbau, ein Ziegelbau und ja, die 600 Megabyte, die schränken mich ein bisschen ab und es gibt sonst keine weiteren Einstellungen, die man vornehmen kann hinsichtlich ja, Skalierung der Mod zum Beispiel. Oder, da gibt's nichts. So, ich setze hier mal einfach fix welche hin. Das hier. Zack, was ist das? Das schwebt. Achso, das wäre wieder eine Brücke. Die könnte man dann hier so reinsetzen, wenn man wollte. Wo auch immer. Aber, genau. Jetzt, wir gucken mal, was wir daraus basteln können. Ich glaube schon, dass da einiges mit geht, um wirklich große alte Industriekomplexe hinzubauen. Auch in Kombination. Wo haben wir es denn? Mit den Gebäudetypen hier, die sind ja glaube ich aus den Vanilla-Industrien irgendwo hergezogen. Die sind ja irgendwo gefühlt aus demselben alten Zeitalter oder der alten Epoche. Und daraus kann man bestimmt auch schön kombinieren. Das denke ich wäre auch möglich. Wir probieren das jetzt einfach mal rein auf die Mod zu beziehen. Ja, reißen hier erstmal alles weiter ab. Und dann zimmer ich hier mal schnell, nicht ganz lieblos, aber doch hoffentlich zügig etwas Kleines oder Großes hin. Muss man mal sehen, wo die Reise hingeht bei dem hier, bei der Geschichte. Ach ja, und auch natürlich unsere Zaunmod, die allseits bekannte vom Snowball, oder? Die passt natürlich hier, die hier, passt natürlich super rein hinsichtlich Ziegel, Klinker, alle da, was man braucht, um schöne Sachen zu bauen. Gut, ich leg mal los. Soweit mal einfach ein paar Gebäude platziert, irgendwie ein Konstrukt probiert zu wählen, was... Ja, was nach was aussieht, wo ich auch nicht weiß, ob es nach was aussieht. Und jetzt geht es darum, hier ein bisschen die ganze Geschichte zu verkleiden. Mit Straßen, Zäunen, LKWs und Co. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Gesamtkontext an, wenn es fertig ist. So, und während ich hier gerade so weiter rumbaue, sehe ich, dass hier ein Sim rauskommt. Soll also heißen, da kommt die Hauptraus, der Volker Zimmermann. Soll heißen, dass ich tatsächlich ja, auch Sims drin wohne. Konfigurieren kann ich nichts, wie gesagt, nicht beim Setzen der Gebäude, wie auch jetzt im Nachgang nicht. Aber, jo, der Kollege Volker läuft hier raus, heißt, hier wohnen tatsächlich einfach Sims denn auch drin, im Sinne von Besuchermagneten oder sonst was.
So, Freunde, das muss jetzt erstmal einfach reichen bis hier und nicht weiter, sonst sprengt es meinen Rahmen der Zeit. Und eigentlich wollte ich die Mod gar nicht auf der Map lassen, bedingt dieser großen 700 MB. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich jetzt hier so viel Ehrgeiz reingesteckt, dass ich es doch erstmal wieder stehen lasse. Das Ding ist bei weitem noch nicht fertig und diese Ausdekoration im Detail, die nimmt so viel Zeit und Arbeit in Anspruch. Jo, das hatte ich jetzt für dieses Video nicht geplant und von daher bleiben wir erstmal so jetzt hier stehen vom Baustand her. Und ja, ihr seht auf jeden Fall, mit der Mod kann man schon einiges anfangen. Ich glaube, damit kann man schöne alte Industriekomplexe auf die Beine stellen. Der liebe Kugelblitz zum Beispiel, der ist da extrem detailverliebt. Vielleicht kennt ihr ihn, der ist seit kurzem auch wieder auf YouTube aktiv, Kugelblitz. Schaut gerne mal bei dem vorbei und der hat auch ältere Videos auf seinem Kanal, wo er wirkliche tolle Industrieanlagen, ja, aus diesem Zeitalter, wo jetzt auch diese Gebäude herrscht haben, in Transportführer 2 auf die Beine gestellt hat. Wir haben hier noch ein paar andere Mods mit reingenommen. Ich kann euch nicht sagen, was das ist, einfach zum Ausdekorieren und vielleicht auch von den Gebäuden her noch, um ein bisschen zu erweitern. Und wir haben hier einen Mitarbeiterparkplatz und hier vorne auch nochmal so ein Eingangstor, das ist auch aus einem anderen Mod geklaut. Und wir haben hier drüben noch einen zweiten Mitarbeiterparkplatz und auch hier wieder den Eingang. Und was hier eigentlich produziert wird, ich weiß nicht, irgendwelche Stahlwaren, wo hier der Rohstoff mehr oder weniger ankommt, so würde ich es mal gerade sehen in meinem Gedankentum. Und dann hier hinten in Kisten verpackt das fertige Endprodukt rauskommt, was auch immer in den Kisten sein mag, ja. Hier die LKW-Einladestation, ich finde das hier mit diesem angepappten, mit der angepappten Überdachung an so einem Gebäude und dann darunter die LKWs einfach platzieren, ist auch immer, schaut gut aus, wenn auch hier sonst alles komplett kahl ist und noch alles fehlt, gell. Ja, und das soll es jetzt einfach mal auf die Schnelle gewesen sein. Entscheidet gerne selbst, ob ihr die Mod natürlich nutzt oder nicht, gell. Achso, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ich habe die Hochbahn, fährt jetzt eigentlich durch diesen Industriekomplex durch. Kann man ja machen, warum denn nicht? Die Frage ist, was mache ich hier eigentlich hin, ja? Wenn euch da noch ad hoc was einfällt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Da bin ich mir am unsichersten. Sollte ich irgendwann tatsächlich mal weitermachen und mehr Details reinhämmern oder einfach diesen Baustand vollenden, dann wäre die Frage, was ich tatsächlich hier hinten noch rein mache. Okay. Bis zu diesem Baustand habe ich ungefähr anderthalb Stunden jetzt auch hier schon wieder gesessen. Dass ihr mal ein Gefühl dafür habt, wie langsam oder schnell ich bin bei sowas, um das hier hinzumeißeln. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein Stück weit gefallen, geholfen, um auch zu entscheiden, vielleicht, ob ihr die Mod bei euch mal auf der Map verbaut. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt gerne ein Abo da. Ich freue mich auch über eure Likes und natürlich über eure Kommentare in Gänze. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Baba. Ciao, ciao. Der Checo. Ciao. Servus.